Wir sind unter allen Umständen schuldig. Krieg ist niemals ein sinnvolles und gutes Mittel für Politik. Alle unsere Friedenstheologie muss sich ja ständig bewähren. When I realized that we are already sentenced to death, then we realized that if I'm still alive, then I can do something. Zeitenwende in der Friedensethik. War der Pazifismus eine naive Idee? Dieser Videopodcast ist eine Produktion des Zentrum Glaube und Gesellschaft der Universität Fribourg in der Schweiz. Diese Episode gehört zu einer mehrteiligen Serie über Krieg und Frieden. Wir stellen uns den harten Fragen nach Krieg und Frieden. Im Blick auf Putins Angriffskrieg auf die Ukraine und darüber hinaus. Wir fragen nach, welche Rolle eine christliche Friedensethik auf der Suche nach Frieden in der Ukraine und darüber hinaus spielen kann. Wir sind dabei Teil einer jahrtausendenalten und doch stets aktuellen Geschichte. Der Geschichte einer andauernden Spannung zwischen unserem christlichen Auftrag, einerseits Friedensstifter zu sein, und unserer christlichen Verantwortung, andererseits für die Rechte derer einzustehen, deren Rechte missachtet werden. Mein Name ist Christine Schließer. Und jetzt geht es los mit der ersten Episode von Krieg und Frieden. Zeitenwende in der Friedensethik. War der Pazifismus eine naive Idee? Wir alle werden in diesem Konflikt schuldig werden. Nichts rechtfertigt diesen Krieg. When we forgive, then God will fight for us. Gerade jetzt brauchen wir diese Weisungen. Du sollst nicht töten, du sollst deine Feinde lieben. Wie können wir das leben? We've spent the last century trying to ignore religion. Wo hilft uns genau dieses Evangelium, die Orientierung zu finden, die wir genau in Kriegszeiten brauchen? And now we think that the European religious leaders are going to be able to sort things out. Wenn die Kirchen nicht diesen Weg der Versöhnung mit anbahnen, dann braucht es die Kirchen wirklich nicht mehr. Ich glaube keineswegs, dass dieser christliche Pazifismus, der seine vielfältigen Formen hat, der naiv ist. Das ist Martin Leiner. Er ist Professor für systematische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Jena und er ist Direktor und Gründer des Jena Center for Reconciliation Studies, also des Jena Zentrums für Versöhnungsforschung. Er forscht zu Versöhnungsprozessen in der ganzen Welt, zum Beispiel in Kolumbien, Israel, Palästina oder in Nordafrika. Ich glaube auch, dass ein Pazifismus, der jetzt schon den Mut hat, auf Waffen zu verzichten, dass der eine realistische Einstellung ist, der seine Chance hat und der seine gute Begründung hat, gerade wenn man bedenkt, was Kriegführung mit den Menschen macht, die diesen Krieg führen, mit allen, die zu Gewalt greifen und wie das die Menschen verändert. Alle unsere Friedenstheologie muss sich ja ständig bewähren. Ich halte nichts davon, einfach nur theoretische Gebäude zu entwickeln und diese niemals einer Prüfung der Praxis auszusetzen. Das ist Fernando Enz. Er ist Professor für Friedenstheologie und Ethik an der Freien Universität Amsterdam. An der Universität Hamburg hat er eine Stiftungsprofessur für die Theologie der Friedenskirchen inne. Er ist Mitglied im Zentralausschuss des Ökumenischen Rates der Kirchen. Sein kirchliches Zuhause ist die Mennonitische Kirche, also eine der historischen Friedenskirchen. Wenn man das die ganze Zeit gemacht hat, dann ist man keineswegs naiv. Dann hat man auch nicht irgendwie blauäugig gemeint, es könnte nie wieder einen Krieg geben. Wir beobachten ja, dass es die ganze Zeit auf der Welt irgendwo Kriege gibt. Wir beobachten, dass es Interventionen gibt, militärische Interventionen, sei es auch aus hehren Zielen, auch vom Westen aus begonnen in den vergangenen Jahren. Also das haben wir die ganze Zeit ja beobachtet. Und in diesen Gewaltkontexten entsteht eine belastbare Friedenstheologie und eine belastbare Friedensethik. Also von Naivität den Vorwurf würde ich mir auf keinen Fall gefallen lassen. Pazifismus ist gleich Naivität. So einfach ist diese Rechnung offenbar nicht. Naiv, sagt Fernando Enz, waren hingegen manche unserer politischen und wirtschaftlichen Annahmen.
Das kann vielleicht dort gelten, wo man davon geträumt hat, dass das Böse ja niemals zu uns direkt kommen kann und man gemeint hat, wir haben so gute Beziehungen mit allen und sie werden uns schon nicht angreifen, weil ja alle irgendwie wirtschaftlich von uns abhängig sind. Daher und da vermute ich eine gewisse Blauäugigkeit und da ist vielleicht auch dann tatsächlich von einer Zeitenwende sinnvollerweise zu reden, nämlich in der Hinsicht, dass man aufwacht und sagt, vielleicht haben wir uns gar nicht verstanden. Vielleicht haben wir die anderen, wer auch immer die anderen dann sind, völlig falsch eingeschätzt. Und diese Frage kommt natürlich selbstkritisch zu uns zurück. Wo sind wir denn fehlgelaufen? Wo haben wir diese Fehleinschätzungen getan? Also diese Zeitenwende, wenn das gemeint ist im Blick auf die pazifistische Position, da wird es oft vorgetragen, das sei eben naiv gewesen, das kann ich nur von mir weisen, als jemand, der einen Verantwortungspazifismus vertritt. Pazifismus ist also nicht gleich Pazifismus. Es gibt ganz verschiedene Modelle im Pazifismus, wie zum Beispiel den Verantwortungspazifismus, den Fernando Enz stark macht. Eines aber verbindet die meisten Pazifistinnen und Pazifisten. Pazifismus heißt nicht nichts machen. Sondern ganz im Gegenteil, Pazifismus heißt Frieden schaffen. Genau das steckt schon in der Bedeutung des Wortes Pazifismus drinne. Pacem facere, Frieden schaffen. Und zugleich beginnen hier die Herausforderungen. Wie genau soll denn Frieden geschaffen werden? Ein Aspekt, der in den Recherchen zu dieser Serie immer wieder zum Vorschein kam, ist die Frage nach Waffen, Gewalt oder gewaltfreien Alternativen. Gewaltfreier Widerstand funktioniert, sagt Martin Leiner. Das Problem aber ist, dass wir darin nicht geübt sind. Das Problem des Pazifismus, der ohne Waffen sich gegen Ungerechtigkeit auflehnt, ist, dass wir alle nicht trainiert sind in diesem gewaltfreien Widerstand und dass es völlig noch den Denkgewohnheiten und Verhaltensgewohnheiten der großen Menge der Bevölkerung widerspricht. Wenn das in einer Art Friedenserziehung vielen Menschen nahegebracht würde, unter Umständen auch von Jugend und Kindheit an, und jetzt die Nichtmitarbeit zum Beispiel mit Angreifer Menschen so nahe liegt und es für sie so klar ist, wie man das macht, dass man nicht mehr ins Büro geht, dass man Verwaltung nicht mehr funktionieren, dass plötzlich irgendwelche Dinge so sind, dass die ganze Besatzung zusammenbricht, ohne dass ein Schuss fällt. Dazu gibt es Modelle, aber wer hat sie gelernt, wer hat sie vermittelt? Aber ist es dazu nicht jetzt auch zu spät? Oder wie könnte das jetzt konkret für die ukrainische Bevölkerung aussehen? Ja, in der Ukraine ist es zu spät. Die Entscheidung ist gefallen und ich glaube, sie ist auch richtig gefallen, eben weil diese Vorbereitung der Bevölkerung fehlt und es auch ein sehr brutaler Angriffskrieg ist, ist die Entscheidung gefallen, sich mit Waffen zu verteidigen. Und der Krieg wurde der Ukraine aufgezwungen. Und insofern sehe ich es so, dass jetzt die Ausrichtung sein sollte, dass der Krieg möglichst schnell beendet wird, und zwar nicht irgendwie beendet wird, sondern so beendet wird, dass der Aggressor wieder zurückgedrängt wird in sein Land und die territoriale Integrität der Ukraine wiederhergestellt wird. Yeah, I think these are very big questions. Das ist Migo Remmel. Er ist Professor für Ethik am TC International Institute und am Estonian Free Church Theological Seminary, der Ausbildungsstätte der Freikirchen in Estland. Und er ist Pastor an der 3D Church in Tartu. Viele Jahre war er Präsident der European Baptist Federation, also der Europäischen Baptistenvereinigung. Ich meine, wir sind noch zu frisch in dieser Zeit des Krieges, um zu sagen, dass wir wissen, wie wir uns verhalten, wie wir theologisieren oder wie wir eine christliche Ethik betreiben sollen. Denn in meinem Leben ist es das erste Mal überhaupt, dass mir ein Krieg so nahe ist. Und wenn ich mit unseren Pfarrpersonen hier spreche, mit den Theologinnen und Theologen, dann gibt es so viele offene Fragen.
Einige meiner Kollegen, gute Freunde, haben gesagt, dass sie momentan ihre Theologie überdenken und noch nicht wissen, was letztlich dabei herauskommen wird. Aber wie wir sehr gut wissen, gibt es als Antwort auf den Krieg zwei Arten von Extremen. Die eine Seite ist der sogenannte Aktivismus und die andere Seite der sogenannte Pazifismus. Und ich denke, wenn sich jemand wirklich für eine der beiden Extreme entscheidet, wird sich die Situation wahrscheinlich nicht groß verändern. Aber wir wissen, dass es zwischen diesen Extremen auch sogenannte selektivistische Ansätze gibt. But we know that in between there are so-called selectivistic approaches. Zwischen diesen beiden Extrempositionen bewegt sich also die christliche Friedensethik seit jeher. Also einem Aktivismus auf der einen Seite, für den der Zweck viele, wenn nicht sogar alle Mittel heiligt, und einem Passivismus, der lähmt. Der Krieg vor unserer Haustür zwingt nicht nur die estnischen Theologinnen und Theologen, von denen Migo Remmel gesprochen hat, sondern uns alle neu dazu, die harten Fragen nochmals kritisch zu überdenken, von denen wir eigentlich gehofft hatten, dass sie zumindest für uns in Europa aus der Zeit gefallen sind. Die zentrale Botschaft der christlichen Friedensethik lautet zunächst einmal: Krieg kann kein normales Mittel sein, um politische Interessen zu verfolgen. Das ist Daniel Bogner. Er ist Professor für Ethik und Moraltheologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Fribourg. Er stellt uns eines der ganz wichtigen Konzepte hier vor, das Konzept des gerechten Krieges. Das war sozusagen jahrhundertelang der Fall, dass Staaten gesagt haben, so, wir sind ein souveräner Staat, unabhängig, und wir verfolgen im Konzert der Mächte bestimmte eigene Interessen. Dazu haben wir unser Recht. Und die können wir mit unterschiedlichen Mitteln verfolgen. Diplomatie, Handel, kultureller, wirtschaftlicher Austausch, aber eben auch Krieg. Und manchmal ist Krieg das passende Mittel. Dann hat die christliche Friedensethik in der Tradition der vergangenen Jahrhunderte, seit der Spätscholastik im Hochmittelalter, die Lehre vom gerechten Krieg entwickelt, Kriterien formuliert, wann ein Krieg sich als gerecht nennen kann, wenn der Grund, der Anlass für den Krieg gerecht ist, wenn er von einer legitimen Autorität verkündet wird, wenn die Mittel zur Verfolgung des Kriegszieles dem Ziel angemessen sind und nicht über das Ziel hinausschießen, all so etwas. Aber die Blickrichtung, die Perspektive dieser Logik war gerechter Krieg. Also das verblieb, das verharrte noch in dem Denken, ja, dass Krieg irgendwie dazugehören kann als Mittel, ja, im Instrumentenkasten der Staaten. Diese unter anderem vom Kirchenvater Augustin und von dem großen Theologen Thomas von Aquin inspirierte Lehre vom gerechten Krieg bindet also den Krieg zunächst erstmal überhaupt an Kriterien, dient also dazu, Gewaltexzesse zum Beispiel an der Zivilbevölkerung zu ächten. Doch fällt es trotzdem schwer, eine direkte Fluchtlinie von den neutestamentlichen Schriften, zum Beispiel in der Bergpredigt, liebet eure Feinde, hin zum gerechten Krieg zu ziehen. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass ein gerechter Krieg eigentlich ein Widerspruch in sich selbst ist. Wenn Krieg nach Gottes Willen nicht sein soll, dann kann er auch nicht gerecht sein. Diese Überzeugung im Verbund mit historischen Erfahrungen führten in der christlichen Friedensethik schließlich zu einer Neuakzentuierung. Da hat sich die christliche Friedensethik weiterentwickelt, im 20. Jahrhundert vor allem. Vor allem natürlich durch die Erfahrungen von Shoah und Totalitarismus, von Hochrüstung und der Gefahr des atomaren Overkills, und hat sich durchgerungen, die starke Botschaft zu verkünden, Krieg ist niemals ein sinnvolles und gutes Mittel für Politik. So. Das ist die starke Botschaft. So, das ist aber nicht das letzte Wort. Die christliche Friedensethik sagt darüber hinaus, es kann Situationen geben,
wo alle anderen Mittel gescheitert sind. Und dann kann es zum Dilemma kommen, zu einer Situation, in der in einem begrenzten Ausmaße der Einsatz von Gewalt hinnehmbar erscheint, das ist zentral. Nicht, weil Gewalt in sich ein gutes Mittel ist, sondern nur, weil es das letzte mögliche Mittel ist, um wieder in einen Zustand zu kommen, in dem etwa Politik möglich wird, in dem Verhandlungslösungen möglich werden und in dem, also die Fachleute sprechen von der sogenannten rechtserhaltenden Gewalt. Also Gewalt ist nicht per se sinnvoll oder gut, sondern nur in dem Maße, in dem sie eingesetzt wird, um wieder in eine Situation zu kommen, in dem die Konfliktparteien auch an einen Tisch sich wieder setzen und in dem das Recht wieder als ein besseres Mittel erkannt und genutzt werden kann. Die Theorie des gerechten Krieges wurde vom Konzept des gerechten Friedens abgelöst. Damit verbindet sich ein Paradigmenwechsel. Statt vom Krieg aus auf den Frieden zu schauen, wird nun kriegerische Gewalt aus der Perspektive des Friedens betrachtet. Wenn wir einen klaren Gegensatz zeichnen wollen, dann haben wir auf der einen Seite den Pazifismus, der unter allen Umständen militärische Gewaltanwendung als Mittel ablehnt. Und auf der anderen Seite den Bellizismus, der sagt, militärische Gewaltanwendung ist eines von zahlreichen Mitteln der Politik, dessen sich ein Staat in seiner Außenpolitik bedienen kann. Das ist Dr. Patrick Hofstetter. Er ist Leiter der Weiterbildungsakademie an der Universität Luzern und Oberstleutnant in der Schweizer Armee. Auf dieser Skala, wage ich einmal zu behaupten, bewegen sich demokratische Rechtsstaaten heute schon, seit Jahrzehnten schon, viel näher auf der pazifistischen als auf der bellizistischen Seite. Es ist allgemein anerkannt, dass nur in Ausnahmesituationen militärische Gewaltanwendung quasi als Ultima Ratio in Frage kommt. So ist der Zweck von Verteidigungsbündnissen oder von sicherheitspolitischen Kooperationen zuerst einmal jener, den Krieg an sich zu verhindern. Ein bellizistischer Standpunkt würde diese Spannung vom Krieg her deuten. Und ich denke, es ist nicht vermessen zu sagen, dass wir in westlichen demokratischen Rechtsstaaten heute unter allen Umständen vom Frieden her denken und dann nur in, wie gesagt, Ausnahmesituationen den Krieg oder militärische Gewaltanwendung überhaupt als Möglichkeit in Betracht ziehen. Und auch dann nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Ein wesentlicher Punkt ist, dass es aus christlicher Sicht immer ein Bewusstsein dafür geben muss, dass Gewalt ein hochproblematisches Mittel ist und große Gefahren birgt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, die christliche Friedensethik spricht vom Frieden nie sozusagen isoliert, sondern die Vision des Friedens für die christliche Friedensethik ist die eines gerechten Friedens. Also Frieden und Gerechtigkeit gehören ganz entscheidend zusammen. Deshalb ist auch das Schweigen der Waffen sozusagen nicht unbedingt immer das absolute Ziel der christlichen Friedensethik. Krieg und Frieden stehen einander also nicht diametral entgegengesetzt gegenüber. Stattdessen stehen sie, so könnte man vielleicht sagen, in einem asymmetrisch ungleichen Verhältnis. Zwar ist Krieg immer per se schon ein Übel, aber Frieden ist nicht per se und immer schon gut. Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Gewalt. Um dauerhaft zu sein, braucht Frieden Gerechtigkeit. Und zwar Gerechtigkeit auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Aber was genau heißt das zum Beispiel für die Ukraine und für Russland? Natürlich ist es unbedingt erstrebenswert, so schnell wie irgendwie möglich die Waffen schweigen zu lassen. Aber das kann nicht geschehen,
sozusagen unter Inkaufnahme einer weiter fortexistierenden gravierenden Ungerechtigkeit Ukraine-Russland, etwa durch eine Situation, wo Russland weiterhin weite Teile der Ukraine im Osten der Ukraine oder im Süden besetzt halten würde und quasi annektieren würde. Also, dass der Friede ein gerechter Friede sein muss, bedeutet, entscheidend ist nicht nur das Schweigen der Waffen, sondern entscheidend ist es, dass eine Situation durch Verhandlungen, durch eine neue Kommunikation der Konfliktparteien bewirkt wird, die den Maßstäben der Gerechtigkeit entsprechen. Das bedeutet gerechte Lebensverhältnisse, auskömmliche Lebensverhältnisse für die Menschen in den vom Krieg betroffenen Gebieten. Das bedeutet auch, die legitimen Interessen der Staaten zu berücksichtigen. Natürlich auch die Sicherheitsinteressen aller beteiligten Akteure, aber natürlich auch die territoriale Integrität, etwa jetzt der Ukraine. Das Paradigma des gerechten Friedens ist damit das Konzept, das die gegenwärtige christliche Friedensethik in ganz besonderer Weise prägt. Anders als bei der Theorie des gerechten Krieges, die vor allem Kriterien für den Entschluss zum Krieg formuliert, in der Fachsprache das Jus ad bellum, also das Recht zum Krieg, sowie Kriterien für das Verhalten im Krieg, in der Fachsprache Jus in bello, also das Recht im Krieg, geht es im Konzept des gerechten Friedens vor allem darum, auch das Recht nach Ende des Krieges, Jus post bellum, in den Blick zu nehmen. Dieses Jus post bellum, das Recht nach dem Krieg, ist also ganz eng auf die verschiedenen Ebenen der Gerechtigkeit ausgerichtet, wie Daniel Bogner gerade erklärt hat. Aber wie hat sich diese Lehre vom gerechten Frieden eigentlich in der christlichen Friedensethik entwickelt? Also diese Idee oder sagen wir das Paradigma einer Lehre vom gerechten Frieden ist ja eine Idee, die in Europa vertreten wird, die aber auch in den USA vertreten wird und da auch entwickelt worden ist, namentlich auch im katholischen Bereich. Das ist Ulrich Körtner. Er ist Professor für systematische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien und Vorstand des Instituts für Ethik und Recht in der Medizin an der Universität Wien. Seit vielen Jahren engagiert sich Ulrich Körtner zudem im Fachbeirat Ethik der GEKE, der Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa. Und wenn wir uns anschauen, worauf geht das Ganze zurück, ich sage nur mal sehr grob, zum Beispiel hat auch das Zweite Vatikanische Konzil da eine Rolle gespielt in dieser Entwicklung, etwa weil zum Beispiel damals eine allgemeine oder grundsätzliche Ächtung von Atomwaffen ausgesprochen wurde, wo sich dann der katholische Episkopat der USA vergeblich da versuchte zu stemmen und so. Also jedenfalls, das ist so ein, könnte man sagen, ökumenisches Projekt geworden. Es ist also jetzt nicht nur, weil man das jetzt in Deutschland mit dieser Friedensdenkschrift von 2007 verbindet, sozusagen da ein Sonderweg, sondern das ist ein ökumenisches Projekt oder ein Common Sense. Aber auch mit der Lehre vom gerechten Frieden ist noch nicht das letzte Wort in der Entwicklung der christlichen Friedensethik gesprochen. Die Entwicklung ging weiter, und zwar in Richtung Pazifismus. Zumindest in der evangelischen Friedensethik in Deutschland. Nun, wenn ich jetzt mir anschaue, die Entwicklung im protestantischen Bereich, bei dem Bereich EKD, da sieht man, dass dann die Entwicklung weitergegangen ist zugunsten von pazifistischen Lösungen. Also ich greife jetzt heraus als besonderen Markstein die friedensethische Kundgebung der Dresdner Synode 2019. Da hat man eben dann über die Denkschrift von 2007 hinaus in die Höhe sagen, also auch in einer gewissen Abkehr, also dass man diesen da noch gefundenen Standpunkt weiter verlassen hat, nämlich ganz in Richtung Pazifismus zu gehen, was ja dann konkret auch bedeutet, dass also eigentlich die EKD und auch Gliedkirchen der EKD abgelehnt haben, etwa das NATO-Ziel 2% des Bruttoinlandsproduktes für die
Bewaffnung der jeweiligen Armeen bereitzustellen. Davon wollte man eigentlich weg. Und alles Geld sollte eben nur in Friedensarbeit oder entsprechende Initiativen hineingesteckt werden. Und manche Kirchen, also die Badische Landeskirche oder die Rheinische, haben sich dann auch zu einer Kirche des gerechten Friedens erklärt, die eben diesen pazifistischen Weg weiter beschreiten. Meine Stellung ist die, dass ich denke, mindestens wird man eine Kurskorrektur vornehmen müssen gegenüber dieser Positionierung von 2019. Also Friedensethik würde ich sagen, ja, Neudenken in dem Sinne, dass ich mal ergebnisoffen sage, da braucht es eine kritische Bestandsaufnahme und das, glaube ich, wird nicht auch ohne eine gewisse Form von Selbstkritik gehen. Auch andere stehen einer pazifistischen Linie kritisch gegenüber. Dr. Dieter Baumann, Berufsoffizier in der Schweizer Armee, beschäftigt sich damit, eine Militärethik in die christliche Friedensethik zu integrieren. Als ich meine Militärethik geschrieben habe und intensiv die christlichen, aber auch die philosophischen Friedensethiken studiert habe, es war eigentlich damals schon Common Sense oder Ziel auch der großen christlichen Kirchen. Wir wollen eine Friedensethik mit dem Ziel eines rechtmäßigen, gerechten Friedens. Und weil der Mensch gewaltfähig ist oder weil wir diese Konfliktsituationen haben, geht das nicht ohne irgendeine Form von militärisch-polizeilicher Sanktionsgewalt. Dieser Aspekt wird jetzt sicher wieder vermehrt in den Vordergrund treten. Also dass man sagen kann, ja, was heißt jetzt das ganz genau, eine Militärethik innerhalb einer Friedensethik? Und so verstehe ich meine Militärethik. Das ist ein Teil einer überfassenden Friedensethik oder Ethik der internationalen Beziehungen. Und wenn man vertritt, dass das Ziel Frieden sein muss und dass eine minimale völkerrechtliche Absicherung da sein muss, dann muss man sich halt immer auch sagen, ja, Recht, das nicht sanktioniert werden kann, ist zahnlos. Also es braucht, wie im innerstaatlichen Bereich, vor allem die Polizei, auch im zwischenstaatlichen Bereich militärisch organisierte Mittel. Die pazifistische Option, etwa eines Verantwortungspazifismus, steht hier nun also, wenn man so sagen kann, ziemlich unter Beschuss. Was also lässt sich aus pazifistischer Sicht darauf antworten? Und welche Alternativen zu militärischer Gewalt gibt es, zum Beispiel ganz konkret in der Ukraine? Ich will nicht ausschließen, dass es manchmal Situationen gibt, in denen zum Beispiel polizeiliche Gewalt einen Konflikt unterbrechen kann, damit wieder neue Möglichkeiten möglich werden. In diesen Großkonflikten, wenn militärische Apparate sich gegenüberstehen, ist es weitaus schwieriger, weil es diese Polizeikraft sozusagen nicht gibt. Es gibt kein Gewaltmonopol international, leider. Deswegen ist es da eine andere Situation. Dann gibt es diese vielen Möglichkeiten der zivilen Konfliktlösung beziehungsweise des Schutzes erstmal von Menschen. Und das sehen wir bei mutigen Menschen in der Ukraine zum Beispiel, ab und zu tauchen solche Bilder auf in den Medien, meistens tauchen sie nicht auf, dass sich zum Beispiel die Bevölkerung, Zivilbevölkerung eines Dorfes oder eines Städtchens sich Panzern entgegenstellt, ohne Waffen. Das ist nicht... Da gibt es keine Garantie dafür, dass das gut ausgeht, im Sinne von, so können Menschen geschützt werden. Aber diese Garantie haben wir sowieso nicht. Also die haben wir auch nicht, wenn wir alle Waffen in die Hand nehmen und meinen, wir müssen uns jetzt alle möglichst hochrüsten, um uns dann mit Waffen zu schützen. Also dieser Weg ist nicht weniger oder mehr vielversprechend. Aber es ist immer ein Weg, der sozusagen sich weigert, in die Logik des angreifenden Gegners mit einzusteigen und Teil dieser Logik zu werden und Teil einer Dynamik zu werden, die sich dann immer weiter beschleunigt, bis man alles zerbombt hat und zerstört hat. Und am Ende wird dann doch verhandelt. Es wird ja verhandelt werden müssen. Das Ziel, so hat es sich bisher gezeigt, ist bei allen Gesprächspartnern dasselbe. Möglichst schnell ein Ende der Gewalt,
möglichst schnell Verhandlungen. Doch ist der Weg dahin unterschiedlich. Je nachdem, ob militärische Gewalt als legitim, weil alternativlos, als nicht legitim, aber dennoch alternativlos oder als nicht legitim und nicht alternativlos angesehen wird. Die Ukraine hat das legitime Recht, sich zu verteidigen, um Russland dazu zu bringen, sich mit ihr an den Verhandlungstisch zu setzen. Das muss das Ziel sein. Und die christliche Friedensethik sagt jetzt, bei einem solchen Einsatz von Gewalt muss immer im Auge sein, dass diese Gewalt die Gefahr in sich trägt, zu eskalieren. Dass Gewalt neue Gewalt hervorruft. Die Fachleute sprechen von der Eskalationsspirale der Gewalt. Deshalb, ich habe gerade gesagt, Gewalt ist nie ein gutes Mittel in sich. Und wo sie als Ultima Ratio eingesetzt werden muss, muss man sich dessen bewusst sein. Das ist Teil dieser christlichen Friedensbotschaft oder der Ethik, die Gewalt nicht sozusagen absolut ausschließt, sondern ihr einen begrenzten Platz unter bestimmten Bedingungen einräumt, der aber begrenzt ist, weil er nur eine Etappe sein kann, um wieder andere zu anderen Mitteln zu kommen, der Konfliktbearbeitung, der Konfliktlösung. Also es gibt natürlich eine Militärlogik und es gibt den militärisch-industriellen Komplex. Das ist doch klar. Das ist eine Industrie, die hat auch Interesse zu verkaufen. Das ist vollkommen klar und das muss man auch realistisch sehen. Und christliche Friedensethik ist dafür natürlich sensibel und weist darauf hin, wenn momentan es auch notwendig ist, der Ukraine beizustehen, auch mit Waffengewalt, mit Waffen, müssen wir gewahr sein der Dynamiken, die das auch auslösen kann. Die Dynamiken sind vielfältig. Die können darin bestehen, dass man die kreativen Lösungen, die anderen Wege schnell auch beiseite legt und vergisst und sich sozusagen nur noch auf dieses Instrument der Gewalt verlegt. Und das darf nicht sein. Man darf es halt auch nicht gegeneinander ausspielen und sagen, im Pazifismus ist ja dann schnell so die Position, wird schnell so die Position vertreten, jetzt fällt der Politik wieder nur ein, mehr Rüstung, mehr Waffen. Das ist auch ein Argument, das ist momentan so ein bisschen, finde ich, so ein Wohlstand, ein Wohlfühlpazifismus auch. Ja? Also das möchte man mal bitte den Frauen und Kindern, die im Stahlwerk in Mariupol gerade eingesperrt sind, sagen. Ja? Dass die westlichen Pazifisten jetzt dann doch eher vorschlagen würden, Waffen sind doch nicht das geeignete Mittel, um ihnen da zu helfen. Wir müssen realistisch sagen, Waffen sind natürlich ein schlechtes Mittel. Jetzt im Moment sind sie ein Stück weit notwendig. Und daneben müssen wir ganz schnell andere Wege finden, um die Ukraine wieder zu einem Ort, an dem man gut leben kann, zu machen. Und das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Doch in diese Logik der Alternativlosigkeit, die Bürgerinnen und Bürger in der Ukraine haben nun einmal keine andere Wahl, als sich mit Waffen zu verteidigen. Und daher haben wir keine andere Wahl, als ihnen Waffen zu liefern. In diese Logik der Alternativlosigkeit lässt sich Fernando Enz nicht einspannen. Es gibt Alternativen, sagt er. Aber auch sie kosten etwas. Es gibt Stimmen, die habe ich gerade heute Morgen noch mal im Radio auch wieder gehört. Also ein Student in Petersburg, der den Mut hat, sich gegen diesen Krieg auszusprechen. Natürlich tragen die Menschen direkte Folgen dann. Sie werden exmatrikuliert aus ihrer Universität und so weiter und so weiter. Es gibt aber in dieser Zivilbevölkerung, möchte ich damit sagen, immer wieder Stimmen von Müttern, die sagen, wir wollen wissen, wo unsere Kinder sind, die als Soldaten an die Front geschickt werden. Es gibt diese Menschen, die sich Panzern in den Weg stellen. Es gibt Menschen, die desertieren, die sich weigern, bei diesem Krieg mitzumachen, weil es ein Krieg zwischen Nachbarn ist, die eigentlich von jeher ein gutes Verhältnis miteinander haben. Da gibt es familiäre Beziehungen. Das heißt, es gibt eine ganze Bewegung kann man es noch nicht nennen, aber es gibt so viele Beispiele, wo Menschen einfach
sich weigern, mit einzusteigen in diesen Wahn, man könne sich nur mit Waffen schützen. Und es gibt Alternativen, wie der Ukraine effektiv geholfen werden kann, auch jenseits von Waffenlieferungen. Das ist die Frage, wie kann man das von außen stärken? Wie kann man sozusagen von außen jetzt hineingehen, auch in einen Konflikt, wenn man denn gerufen wird, und um da möglichst auch zu helfen? Es gibt auch dazu Beispiele. Christian Peacemaker Teams hat da langjährige Erfahrung. Solche Organisationen sind natürlich klein, die aber sozusagen von außen, wenn sie gerufen werden, hineingehen ohne Waffen, um dann mit ihrer Präsenz die Zivilbevölkerung zu schützen. Das passiert in Kolumbien, das passiert in Israel-Palästina, das passiert im Norden Kanadas, wo die Indigenous Peoples bedroht werden, und dann in Kurdistan und in vielen anderen Orten der Welt. Warum sollte sowas nicht auch in der Ukraine funktionieren, dass man einfach ganz viele Menschen hineinschickt von unserer Seite aus und versucht, menschliche Schutzschilde aufzubauen? Das ist ein Risiko. Natürlich ist das ein Risiko. Friedensarbeit ist nicht ohne Risiko. Also auch die pazifistische Haltung kommt nicht ohne dieses Risiko aus. Ist aber da, das ist kein Grund, sie einfach vom Tisch zu nehmen, denn die Alternative ist sozusagen die militärische Lösung, die hochrisikobesetzt ist. Also bevor wir da einsteigen, müsste es doch gelingen, so viele solche kleine Beispiele, und seien sie auch noch so begrenzt und lokal dann nur durchsetzungsfähig, einzusetzen, um aus diesem Konflikt herauszukommen. Letztlich nicht, damit wir am Ende moralisch gut dastehen, sondern um eine langfristige, tragfähige Entwicklung den Weg zu bahnen, die dann auch dazu führt, dass ein Frieden entstehen kann, der dann auch belastbar ist. Aber würde sich ein Aggressor wie Putin davon beeindrucken lassen? Oder würde er diesen gewaltfreien Widerstand nicht erst recht als freundliche Einladung interpretieren, nun erst recht mit seinen Armeen vorzurücken? Diese Fragen stellt sich auch Dieter Baumann. Die Frage ist dann einfach, wie weit reicht dieser Pazifismus, wenn die Gegenseite sich davon nicht in ihrer Logik brechen lässt? Also früher war, oder auch immer noch, was macht man, wenn ein Warlord kommt, dem das eigentlich egal ist, also der andere Ziele hat? Oder eben, was macht man, wenn ein Aggressor kommt, der dann sagt, ja, wenn ihr keinen Widerstand leistet, dann nehmen wir das Gebiet ein. Und da, ich kann den Pazifismus verstehen, was die Hintergründe waren. Und ich glaube einfach, ein radikaler Pazifismus scheitert eben daran, wenn die andere Seite das dann ausnützen würde. Und bezogen wieder auf Christentum, ja, diese Spannung erlebten die Kirchenväter auch. Und dann war ja die Frage, oder auch die Reformatoren dann, ja, für mich als Christ bin ich eher bereit, Gewalt hinzunehmen, aber im Sinne eines rechtlich geordneten Gemeinwesens muss ich auch als Christ in meiner Funktion für das Gemeinwesen den Nächsten schützen. Also für mich und für dich so klassisch. Und ich glaube, darauf muss man wirklich weiterdenken und sagen, Ambrosius hat das gesagt, wer nicht sich gegen das Unrecht wehrt, das einem Nächsten angetan wird, wenn er könnte, macht sich gerade so schuldig wie dieser. Also diese Spannung dann, ja, für mich und für das Gemeinwesen. Die Frage nach Schuld greift auch Patrick Hofstetter auf. Können wir angesichts dieses Krieges überhaupt eine weiße Weste behalten? Wir sind unter allen Umständen schuldig. Dieses, egal ob ich mich zur militärischen Gewaltanwendung entscheide oder ob ich darauf verzichte, militärische Gewalt anzuwenden und damit nicht verhindere, dass anderen Gewalt angetan wird. Wenn ich dieses Spannungsverhältnis einseitig aus einer simplizistisch-pazifistischen Perspektive auflöse, dann denke ich, dann habe ich nicht den Beitrag zu einer wichtigen Debatte geleistet, den ich leisten könnte. Und das wünsche ich mir
von der christlichen Friedensethik. In unserem Land ganz spezifisch, ganz besonders. Auf diese Spannung weist auch Dietrich Bonhoeffer hin. Als Pastor und Theologe hatte er sich dem politischen Widerstand gegen das Hitler-Regime angeschlossen und wurde dafür von den Nazis gehängt. Bonhoeffer sagt, es gibt solche Grenzfälle, in denen haben wir nicht die Wahl zwischen Gut und Böse, sondern nur zwischen Böse und Böse. Und manchmal werden wir durch unser verantwortliches Handeln auch schuldig. Bonhoeffer kann es ganz zugespitzt formulieren. Er schreibt, jeder verantwortlich Handelnde wird schuldig. Ich denke, es ist eine ganz natürliche Reaktion, wie Sie auch sagten, zu versuchen, sich zu verteidigen. Und ich denke, in meinem Land und wahrscheinlich in den meisten europäischen Ländern ist die Philosophie des Militärs auf Verteidigung ausgerichtet. Und wenn man merkt, dass jemand stärker oder sogar brutaler ist und sich nicht an internationale Vereinbarungen über Krieg und Kriegsangriffe hält, dann versucht man einfach, sich zu verteidigen. In der christlichen Friedensethik gibt es also eine starke Strömung, die es nicht nur für theologisch verantwortbar, sondern für geboten hält, dass man sich und andere im Falle eines Angriffs verteidigt, notfalls auch mit Waffengewalt. Aber christliche Friedensethik ist noch viel mehr, wie Migo Remmel ausführt. What we need to learn from our Christian experience of 2000 years. Was wir aus unserer christlichen Erfahrung der letzten 2000 Jahre lernen müssen, ist aber, dass Verteidigung uns manchmal sowieso nicht schützen kann. Dann müssen wir diese Art der Selbstaufopferung annehmen, weil der Tod ohnehin eine Tatsache ist. Self-sacrificial approach that death is a matter of fact. And when I heard from the Vice President of the Ukrainian Baptist. Das sagte auch der Vizepräsident des ukrainischen Baptistenbundes, Igor Bandura, vor einigen Wochen, als der Krieg und die Bombardierungen und das Töten begannen. Er las die Stelle aus dem Brief von Paulus an die Korinther vor, wo der Apostel sagt, wir betrachten uns schon jetzt zum Tode verurteilt. When Apostle says that we considered ourselves to be already killed. Er meditierte darüber, als der Krieg in seiner eigenen Heimatstadt Irpin ankam. Die Stadt wurde völlig zerstört und auch das Hauptquartier der Baptisten ist dort und so weiter. Und er sagte, als ich erkannte, dass wir bereits zum Tode verurteilt sind, wurde mir klar, dass ich, wenn ich noch am Leben bin, etwas tun kann. Es geht nicht mehr darum, sich selbst zu retten, sondern nur noch darum, die Zeit und die Gelegenheit zu nutzen, die einem gegeben ist, um den Menschen zu dienen und so viel wie möglich zu helfen. Und ich denke, wir Christen sollten versuchen, uns auch in diesem Sinne Alternativen vorzustellen. Dass es Momente geben kann, in denen die Verteidigung nicht mehr in der Lage ist, das zu tun, was wir zu tun versucht haben. Die verschiedenen Spielarten des Pazifismus, nicht zuletzt der Verantwortungspazifismus, fordern uns heraus, uns nicht der scheinbar unwiderstehlichen Logik der Waffengewalt zu beugen, sondern beharrlich und kreativ andere Wege zum Frieden zu suchen. Martin Luther King Jr. sagte einmal, Darkness cannot overcome darkness. Only light can do that. Finsternis kann Finsternis nicht bezwingen. Nur Licht kann das. Abonniere doch diesen Kanal, damit du nichts verpasst. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Krieg und Frieden.